Direkt aus der Ukraine zu uns gekommen. Auf der einen Seite Vadim und Lucy. Welcome and thank you for coming to us. Hi. You were in the Ukraine when the war started just 8 days ago. You were in Kiev and you were in Vinnytsia, which is in central Ukraine, close to Kiev. Could you describe how was it for you when it started? How did you notice that now it really is happening? Actually, it was like in the morning, like 4 o'clock in the morning. Es war 4 Uhr in der Früh. Da haben wir plötzlich Raketen gehört, Bomben überall in der Stadt. Und wir waren extrem geschockt zu diesem Zeitpunkt. Ich kann das gar nicht genau in Worte fassen. Direkt neben unserem Haus. Ist ein Militärflugzeug niedergegangen. Das ist von unserer Armee zerstört worden. In diesem Augenblick haben wir verstanden, dass wir nicht länger in Sicherheit leben. So that was in Kiev, and Kiev was one of the first cities, of course, that was being attacked. Nicht nur Kiew, sondern auch andere Städte, Charkiw und andere Städte wurden angegriffen. Und das Bild war eigentlich überall das Gleiche. At the beginning, die Russen haben ja am Anfang die ganze Ukraine im Westen, im Osten und auch im Zentrum des Landes mit Raketen angegriffen, alles in der Früh. Vinnytsia im Zentrum der Ukraine. Bei mir war es so, ich habe einen Anruf bekommen von Freunden aus Kiew. Die haben mich informiert, dass der Krieg begonnen hat. Eine Stunde später haben wir dann gehört, dass eine der Raketen auf Vinnytsia gefallen ist. Und während des Tages waren es dann noch einige mehr. Wie haben Sie sich darauf vorbereitet, dass der Krieg möglicherweise beginnt, dass die Russen einmarschieren? Das war, als fühlte man sich in den Rücken geschossen, also in den Rücken gefallen. Es war nicht nur von Russland so, dass man uns in den Rücken gefallen ist, sondern auch von Weißrussland. Es ist ein echter Krieg, es ist kein Spezialeinsatz, wie Putin das erzählen möchte. Irgendwie verstehen die Leute das nicht alle. Ich bin sehr dankbar für die Hilfe aus der ganzen Welt, die uns jetzt erreicht, aber bitte versucht, das jetzt aufzuhalten. Wir brauchen Hilfe, aber nicht nur mit Worten. Sie machen sehr viel für die Menschen in der Ukraine. Viele Kinder in der Ukraine sind auch in Mitleidenschaft gezogen. Sie werden ohne Eltern aufwachsen müssen. I can explain another thing that my kids that are just beginning in the start the school they stopped. Meine Kinder sind erst in die Schule gekommen. They stopped printing the drawing the trees and the sun. They started just print that Putin don't make us scare. Sie haben in den Sand geschrieben, Putin, jag uns keine Angst ein mit Nuklearwaffen und dergleichen. Das ist das, wo meine Kinder sich damit schon beschäftigen müssen. Das schreiben sie mit 6 und 8 Jahren bereits einen Aufsatz darüber. And tell us like what happened next. You said you realized. Was ist als nächstes passiert? Sie haben um 4 Uhr in der Früh auf einmal realisiert, dass es zu einem Angriff gekommen ist. Was waren da die ersten Gedanken? Sie fühlten sich nicht mehr sicher, aber was haben Sie dann getan? We cannot rely really in our minds, in our feelings. We couldn't even describe. We couldn't even imagine. Also so etwas konnten wir uns überhaupt nicht vorstellen, dass Russland ernsthaft die Ukraine angreifen würde. Das hat wirklich niemand erwartet. Er ist einfach ein selbstverliebter Narzisst. Er wendet sich gegen die eigenen Menschen. Er zerstört auch die Häuser der Ukrainer. Er will alles in der Ukraine zerstören. Man muss aufhören, mit den Menschen in der Ukraine zu spielen. Wir haben natürlich gewusst, dass es irgendwo eskalieren könnte, weil wir ein Problem in der Region hatten.
Das ist schon seit Jahren so gewesen. In Lugansk und in Donetsk. Aber wir haben am ersten Tag des Angriffs nicht erwartet, dass jede große Stadt mit Raketen angegriffen wird. In der ganzen Ukraine. Ja, das ist völlig verrückt. Dass man von allen Seiten gleichzeitig angreift, aus allen Richtungen, das hat uns sehr überrascht. Die Welt blickt ja jetzt nach Weißrussland und was wir jetzt wahrnehmen, ist, dass eine Nation, die Ukraine, jetzt für ihr Land kämpfen muss. Und das Ganze unter der Führung von Präsident Zelensky. In Kiew sind auch die Klitschko-Brüder, in der ganzen Welt kennt man ihre Namen. Describe how it is. Also, how did you feel also with everybody suddenly bonding together? Wie fühlt sich das an, wenn die Menschen plötzlich so zusammenhalten und zusammenstehen? What you're saying is really like that. Was Sie sagen, ist wirklich tatsächlich auch in der Praxis so. Die Menschen wollen nicht eine russische Welt in der Ukraine haben und das ist auch die Ansicht in der ganzen Ukraine, denke ich. Alle Ukrainer stehen hinter dem Präsidenten Zelensky und seiner Regierung. Wir wollen die Verantwortung in die eigene Hand nehmen. Unser Präsident macht wirklich einen guten Job. Er ist ein Volksheld. Ich möchte mich auch bei unserer Armee bedanken. Sie machen einen großartigen Job. Auch wenn die Umstände mehr als optimal sind. Schlechter als optimal sind, natürlich. Ich rufe nur die NATO jetzt auf, den Luftraum über der Ukraine auch zu schließen und sich mehr einzumischen. Jetzt töten sie auch unsere Menschen, nicht nur die Häuser. Dieser Mann aus Russland ist kein Präsident mehr, er ist einfach eine Mordmaschine, der Menschen in der Ukraine tötet. Er hat sehr viele Menschen bereits getötet. Falls jemand das Problem lösen kann, dann würde ich ihn dazu aufrufen. Wann haben Sie beschlossen, dass Sie aus dem Land müssen und die Ukraine so schnell wie möglich verlassen? Wie sind Sie nach Wien gekommen? Das kann ich ein bisschen erklären. Meine Freundin Lucy ist erst vor ein paar Tagen in die Stadt gekommen und als wir begriffen haben, was da jetzt passiert, dass die Russen in den ersten paar Tagen nicht erreichen konnten, was sie vorgehabt haben, und als Putin dann nochmal nachgelegt hat und gesagt hat, dass er unter anderem auch Atomwaffen einsetzen möchte, dass der Eindruck jedenfalls entstanden ist, dass das so ist. Und als wir die Sanktionen gesehen haben, die an Russland, über Russland verhängt wurden, da haben wir uns gedacht, das ist einfach zu risikobehaftet, jetzt noch im Land zu bleiben. Wenn Russland so unter Sanktionen steht, unter Zugzwang, dann haben wir gedacht, haben sie weniger zu verlieren und es könnte schon sein, dass sie mit Atomwaffen drohen. Deswegen sind wir weg. Wie lange hat es für Sie gedauert, aus der Ukraine herauszukommen? Wir hören ja viele Geschichten über verschiedene Kontrollpunkte, wo man stundenlang an der Grenze warten muss. Ich weiß auch nicht, welchen Weg Sie genommen haben. War es Moldova? Ja. Wir hören, dass die Menschen hier eigentlich sehr freundlich sind und Fremde willkommen heißen. Ja, den Eindruck hatten wir auch. Alle Menschen, die auch auf dem Weg nach Wien waren, haben uns versucht zu helfen. Sie haben uns auch mit Essen unterstützt.
Wir konnten übernachten, wir hatten ein Handy zur Verfügung. Die Firma Orange hat hier SIM-Karten ausgeteilt, gleich nach der Grenze. Also hier hat es in Moldawien, in Ungarn, überall einen starken Support gegeben. Wir sind auch sehr dankbar dafür. Ja, die Leute machen wirklich einen großartigen Job. Sie helfen uns damit sehr. Was sind für Sie die nächsten Schritte? Auf der einen Seite, was machen Sie jetzt? Und Sie haben ja wahrscheinlich immer noch Freunde und Familie in der Ukraine, oder? Wie geht es für Sie weiter? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja, die Situation haben wir auch nicht erwartet und auch wir stehen hier vor demselben Problem. Wir haben die Risiken natürlich gekannt, aber wir haben nicht erwartet, dass es so schlimm wird. Es ist wirklich verrückt, ein unabhängiges Land auf diese Art anzugreifen. Einfach Ukrainer zu hassen, das ist scheinbar jetzt ein neuer Trend in Russland. Putin gibt hier diese Doktrin vor, aber man muss einfach mal verstehen, dass die Ukraine ein echtes Land ist. Wir haben das Gefühl, dass sie die Ukraine als Land, als Nation zerstören wollen. Was die nächsten Schritte für uns sind, wir wissen es nicht. Möglicherweise können wir nicht mehr zurück nach Hause. So for right now you have a place to stay in Vienna or haben Sie jetzt in Wien einen Unterschlupf? Ja, zumindest auf die nächste Zeit. Putin as in your perspective that he sees that he doesn't see Ukraine as a country like this. Sie haben angesprochen, dass Wladimir Putin die Ukraine als Teil Russlands sieht in gewisser Weise zumindest und nicht als eigenständiges Land. Sie haben aber auch gesagt, dass die Menschen in der Ukraine sich auch als eigenständig sehen. Ja, ich glaube, Putin hat einfach Angst, dass die Ukraine auch ohne ihn ganz gut auskommt. Das ist wirklich ein seltsames Putin-Regime, das ist einfach die Geschichte von ihm. Er möchte sich hier durchsetzen, er möchte das Land zerstören, die Infrastruktur. Er hat den Kindern die Zukunft geraubt, Familien auseinandergerissen. Ich kann es nicht in Worte fassen im Moment, wie ich das empfinde. Der erste Tag des Kriegs, da hat es noch so ausgesehen, als wären eher die Militärstationen angegriffen, aber bereits am nächsten Tag haben sie schon überall zugeschlagen, haben ganz normale Menschen getötet und Häuser niedergebombt. Es wird eigentlich jeden Tag schlimmer. Wenn sie ihre Ziele nicht erreichen, dann wenden sie andere Strategien an und sie werden immer brutaler dabei. We see a lot of checkpoints or a lot of like in the beginning it was like some militia points. Wir sehen ja viele verschiedene Kontrollpunkte. Am Anfang war das ein bisschen über die Miliz organisiert und innerhalb weniger Tage ist das eine Organisation geworden, dass man sich gegen die russische Armee bestens vorbereitet hat. Auch wenn sie zahlenmäßig überlegen sind, hat die ukrainische Armee sich gut organisiert. Wie schaffen die das jetzt? Wie geht es den Ukrainern im Moment? Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man sagen kann, sie wollen nicht in diese russische Welt eintauchen. Man muss aber verstehen, was das bedeutet. Was bedeutet die russische Welt für sie, unter der man nicht leben möchte? Da hat man dann keine Freiheit mehr. Nicht nur was Informationen betrifft, sondern eigentlich in allen Lebensbereichen. Wenn die Russen die Kontrolle übernehmen, dann bin ich
positiv, dass man als Land grundsätzlich überleben könnte. Aber sie werden sicher versuchen, die Sprache aus dem Land zu treiben. Sie werden die Traditionen uns wegnehmen. Und sie werden uns die russische Kultur aufzwingen, so wie sie sehen. Russland hat ja eine eigene Kultur. Die Regierung hat eine ganz eigene Vision der Kultur zusätzlich noch. Das zeigt sich auch geschichtlich. Sie haben ihre eigene Geschichte und sie haben auch einen eigenen Blick auf die Geschichte. Kiew ist eine wesentlich ältere Stadt als Moskau. Aber das akzeptieren die Russen nicht als Tatsache. Gibt es etwas anderes, das Sie uns noch erzählen möchten? Wir sind sehr dankbar, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Interview und dass Sie hier sind. Ich glaube, es kann sich kaum jemand vorstellen, was Sie durchmachen mussten. Ich habe in meinem Leben noch nie Krieg gesehen und Menschen in Österreich haben auch, die jetzt hier leben, Krieg kaum gesehen. Ich habe den Krieg schon gesehen in meinem Land. Ich hoffe, dass uns Gott helfen kann und den Ukrainern das alles zu überstehen. Diesen dummen Streit zwischen zwei Nationen oder eigentlich sogar drei Nationen, denn auch Lukaschenko mischt hier mit rein, er ist eigentlich nicht wirklich Präsident, meiner Meinung nach, seine Art Diktator. Wir sind am Boden ziemlich stark, aber wir brauchen aus der Luft noch weitere Unterstützung. Wir brauchen Luftunterstützung. Es gibt zu viele Raketen, die sie jetzt Richtung Ukraine schicken. 400 Raketen schickt Putin jetzt Richtung Ukraine. Der will wirklich alles im Land zerstören. Nicht nur die Militärstützpunkte, sondern auch Häuser. Ich weiß nicht, wann der richtige Zeitpunkt wäre, zurückzukehren. Ich muss jetzt ohne mein Haus auskommen. Ich weiß auch nicht, ob mein Haus überhaupt diesen Krieg übersteht. Das weiß niemand. Man sieht das in Ungarn und auch in anderen Ländern. Das sind sehr gescheite Menschen. Ich hoffe, sie werden bald wieder zurück zur Hoffnung finden. Gibt es eine Möglichkeit, die Ukrainer zu unterstützen? Ja, wir haben einen offiziellen Account, Information Ukraine heißt er. Da kann man auch Geld in die Ukraine schicken. Das kommt direkt in der Nationalbank der Ukraine und kommt da den Menschen zugute. Donate now. Yeah, it's a QR. Hashtag donate you army, and then you can find it, I guess. You can find it by the National Bank of Ukraine. Transfer from card to army or something like that. Thank you. So it goes directly to National Bank. You can donate any amount which is possible for you to help our army. Thank you very much. Thank you, Vadim. Thank you, Lucy, to both of you. Ich bedanke mich ganz herzlich für den Besuch. And thank you also for sharing your experience. Und vielen Dank für dass ihr uns eure Geschichte erzählt habt. Wir wissen, das ist nicht einfach. It was not easy for you the last days, and thank God that you're safe right now. And also may your families be safe, and may this. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles Gute und hoffen, dass der Krieg bald endet. Really, this is the fantastic nation.
the best nation, the best country all over the world. Please. Bitte helfen Sie uns, den Krieg zu beenden. Es ist das beste Land der Welt. Thank you very much.